Smörebröt, rumpempem, Smörebröt mit süß-sauren Muschelfleischen. Wir wollen heute über die Herstellung von Röwe-Plätzchen sprechen. Wir machen eine Prüfung, ob die Röwe-Plätzchen-Tögen in Ordnung ist. Na, diese Prüfung säubern Sie sich erstmal die Hände. So, nach dieser Säuberung machen Sie die Prüfung, ob die Röwe-Kuchen-Tögen auch haften bleibt. Weil vielleicht die Tante Ösen zu dem Mittagessen kommen, nehmen Sie dafür eine winzige Menge von die Teigen. Er scheint zu klöben. Der will gar nicht wiederkommen, so tut er klöben. Nehmen wir keine Rücksicht auf die Appetiten von die Tante Ösen und nehmen eine größere Portion für die Prüfung. Wir können nicht riskieren, das Ausblöven von der Rebekuchen tägen und benutzen für die sofortige Retournierung der Söldchen eine mittlere Jagdflinte. Heimtemtem, heimtemtem, Smörebröt, heimtemtem, Smörebröt, heimtemtem. Wollen wir anfangen? Liebe Freunde zu Hause an die Kochherden, heute wollen wir eine besondere leckere Soße bereiten. Wir nehmen von diesen Spezialgewürzen. Wenige, nur nicht so viele. Man kann vieles verderben mit zu vielen, ja. Nun eine Prise von diesen Hachidachi. Wie es röchelt. Nun von diesen scharfen Pepper-Extrakten ein wenig. Es gibt unsere Pepersoßen, die letzte Finessen, wie man sagt. Wir nehmen eine Pröben. Diese Pröben fallen ganz gut aus. Aber wir wollen eine besonders gute Peppersoße, darum müssen wir mit den Schärfen eine Exzellenz erreichen. Aus diesen Gründen, wir nehmen eine zweite Prise von diesen Spezialgewürzen. Und selbstverständlich müssen wir noch zugeben von diesen Pepperextrakten, jawohl. Aha, Sie merken die richtige Schärfen, wenn die Nase beginnt zu laufen über die Töpfen. Wir begeben uns von der ersten zu der zweiten Prövening der Soße, nehmen für selbiges die Finger. Die zweite Prövening ist ein großer Erfolg. Smörebröt, Smörebröt, rum-pum-pum, rum-pum, Smörebröt mit Bratapfel, rum-pum-pum, rum-pum-pum, rum-pum-pum. Es geht los. Heute wollen wir Ihnen demonstrieren, wie wir machen die Spritzerei auf die Geburtstagstorten von die Tante Ose. Wir machen zuvörderst eine Prüfung, ob die Sahne auch richtig ist. Dann wir bringen die Lieblingsblumen von der Tante Ose auf die Torten. Edelweißen. Dann verstecken wir die Überraschung für die liebe Tanten in die Töpfe. Streunen dann beliebig viele Kirschen darüber. Den Tellern geben wir weg. Dann einige Tropfen Rum über die linke Schulter. Weil Tante Ösen eine empfindliche Geschmack hat, machen wir eine Prüfung. Wirst du die Tantens mäten? Mimo, Mamo, Mimo. Mimo, Mamo, Mimo? Werfen wir ein Auge auf die internationalen Kochbücher. Mimo, Mamo, Mimo. Tut mir leid, ich kann nichts finden, was Sie da vertellen. Io, chop, chop. Io, chop, chop. Es muss sich handeln hier um eine anarchistische Torte und solche muss einen Respekt haben vor die Tante Ose. Smörebröt, Smörebröt, rum-tum-tum-tum. Heute sprechen wir über die Herstellung von Frikadellen. Sie sind von besonderer Güte mit ein wenig Staubzucker bestaubt. Wie sie düften, die Frikadellen, ja? Wir machen eine Prüfung. Sie düften nicht ganz so, wie Frikadellen düften sollen. Große Springer, sie haben einen widerspenstigen Charakter. Aber wir wissen einen Weg, mit ihnen fertig zu werden, ja? Hoppla! Hopp! Gleich noch einen. 15 zu 1. Müllkleister, du-ba-du, du-ba-du-ba-du. Streuen wir einfach ein bisschen Käse darüber. Du-ba-du. Das ist natürlich alles Quatschen. Das sind qualitativ hochwertige Spaghetti. So gut, dass man den ganzen Tag... dass man den ganzen Tag drin wühlen möchte. Wenn Sie das Schwein gebrüht haben, gießen Sie die Gelee darüber. Halt nein, das gibt es nicht. Ihr werdet Spaghetti marinaren, aber werdet nicht allein laufen zu die Fjorden. Wir formen daraus einen Berg in Spaghetti alla Vesuvio. Mit Krateren.
Ja, und dann füllen wir die flüssige Lava hinein, damit das Ganze halt hier geblieben. Aber soll, wenn du jetzt nicht hier blöven, dann mache ich Nudeln aus dir. Ich zerhacke dich. Also verstanden? Oh, ich weiß Bescheid. Dasselbe haben die Macaroni die vorige Woche auch gemacht. Streiken auf die ganze Linie. Ubella, Italia.